Der Hexenhügel im südthüringischen Grabfeld. Ein kleiner Berg auf einem großen Berg, künstlich aufgeschüttet. Heimatforscher vermuten in ihm den größten ungeöffneten vorzeitlichen Grabhügel Mitteleuropas. Er liegt gegenüber den Gleichbergen bei Römhild, die große prähistorische Siedlung getragen haben. Auch in unmittelbarer Nachbarschaft soll es frühzeitliche Wallanlagen gegeben haben. Damit könnte der Hexenhügel ein heidnischer Kultplatz gewesen sein, der nach der Christianisierung, wie üblich, mit einer Kapelle bebaut oder, wie hier, mit einem Fluch belegt wurde. So sahen damals die Grabhügel aus. Eine bedeutende Persönlichkeit wurde in eine Kiste gelegt und mit Beigaben bedacht. Und dort wurde dann eben aufwendig ein großer Hügel aufgeschüttet, um dort diese Grabstelle eigentlich auch zu markieren. Man weiß ja nicht, ob das dann auch ein kleiner Kult war, wo dann auch die Leute immer wieder mal dorthin gegangen sind. So wie der Hexenhügel sollen noch viele Geheimnisse und Schätze im historienschweren Dreieck zwischen Thüringer Wald, Rhön und Main auf ihre Entdeckung warten. Was waren das für Menschen, die sie uns hinterlassen haben? Dieser Frage gehen hier geschichts- und filminteressierte Schüler des Gymnasiums Schleusingen nach. Aus der Schule wissen sie, dass nach der letzten Eiszeit vor mehr als 10.000 Jahren wieder Jäger und Sammler in unsere Region kamen. Einen ihrer Rastplätze fanden Archäologen nicht weit von den Gleichbergen an der Quelle der sogenannten Witterstadt bei Jüxen. Auch Spuren von Ackerbau und Viehzucht entdeckten die Archäologen hier, die sich aus dem Nahen Osten bis in unsere Region ausgebreitet hatten. Die Ausgrabungen sind heute im Steinsburg-Museum zwischen den Gleichbergen ausgestellt. Grundsätzlich die ersten Menschen, die sich hier auf Dauer in Südthüringen angesiedelt haben, das sind die sogenannten Bandkeramiker, benannt nach einer speziellen Art, wie sie ihre Keramik verziert haben. Das ist aber ein Kunstbegriff, den die Archäologen sozusagen erfunden haben, um diese Hinterlassenschaften zu benennen. Wie die Menschen sich selbst genannt haben, das wissen wir nicht. Das sind die allerersten Menschen, das passiert hier, wie gesagt, so in der Mitte des 6. Jahrtausends vor Christus, die wirklich sesshaft geworden sind, die Häuser angelegt haben, Häuser gebaut haben, die Flächen gerodet haben, Wälder gerodet haben, um ihre Ackerflächen anzulegen, die Rinder, Schweine mitgebracht haben, die Haustiere gehalten haben, die Getreide angebaut haben. Und das sind sozusagen die ersten Südthüringer, die wir auch archäologisch feststellen können, hier im Umfeld der Gleichberge, wo wir im Grunde genommen schon Besiedlungsspuren, die fast 8000 Jahre alt sind, gefunden haben. Manche Hobbyforscher glauben, dass es auch ein paar Megalith-Leute vom Atlantik mit ihren großen Steinanlagen bis zu uns geschafft hatten. Als Beweis führen sie die Menhire bei Langenbach nahe des Rennsteigs an, die als Richtungsweiser für die kürzeste Verbindung zwischen Main und Saaletal über das Mittelgebirge gedient haben sollen. Auch in Suhl scheinen solche Menhire die Wegegabelung aus dem Tal heraus zum Rennsteig anzuzeigen. Ja, diese Steine stehen an einem sogenannten Urweg, der Beginn der Suhler Läube. Diese Läubenstraße ist also tief im Mittelalter schon als Läubin bezeichnet. Kommt auch höchstwahrscheinlich aus dem Keltischen oder vorher schon, weil diese Straße seit der Jungsteinzeit schon ein Teilstück dieses Weges von der Adria bis zur Ost- und Nordsee war. Belegt durch entsprechende Funde aus dieser Zeit. Auch die Sprache kann uns viel über Geschichte verraten. Alte Flur- und Ortsbezeichnungen sowie Namen von Bergen stammen manchmal noch aus uralter Zeit. Besonders die fremdklingenden Eigennamen wie Geber, Mils und Bibra scheinen schon vor Einführung des Germanischen bestanden zu haben. Natürlich kann das nirgendwo niedergeschrieben sein. Wir kommen mit Hilfe der Namen, ich nehme mal noch die Gewässernamen dazu, wenn wir Glück haben, 4.000, 5.000 Jahre zurück. Der Name der Werra, der stammt noch aus einer Zeit, da es keine Einzelsprachen gab,
sondern das sogenannte Indogermanische oder auch Indoeuropäische. Diese beiden Namen, die stehen völlig gleichbedeutend nebeneinander. Diese neue Sprache soll mit den Schnurkeramikern über den Thüringer Wald gekommen sein, deren Töpfe nun mit den Abdrücken von Schnüren verziert waren. Außerdem scheinen sie mit Pferden und Wagen aus den Steppen des Ostens in unsere Gegend eingeritten zu sein. Wahrscheinlich waren sie hier in Mitteleuropa mit den Glockenbecherleuten zusammengestoßen, die ebenfalls vor 5000 Jahren von der Iberischen Halbinsel das Kupfer zu uns gebracht haben sollen. Deren archäologischen Hinterlassenschaften legten eine Spur von Bad Königshofen an unseren Gleichbergen vorbei über Schleusingen, Suhl, Oberhof bis Arnstadt und weiter. Damals reiste man auf Höhenzügen entlang der Wasserscheiden und querte Flussniederungen nur im Notfall. Unterhalb des Stillhofes bei Meiningen wurde ein Knüppeldamm über die Sülze von vor über 3500 Jahren gefunden. Eine solch umtriebige Reisetätigkeit lässt auf üppige Lebensverhältnisse schließen. Ihre Siedlungen sollen besonders an den Abhängen mit dem Magerrasen erkennbar sein, die auf jahrhundertelange Überbeanspruchung des Bodens hindeuten, wie auf der alten Wart bei Gumpelstadt oder an der Geber bei Bettenhausen. Ihre Fürsten beerdigten die Siedler in aufwendigen Grabhügeln. In Südthüringen gibt es einige verdächtige Hügel, die nicht in die Geologie passen, wie bei Stressenhausen, Dörrensolz oder Seba. Unser Hexenhügel ist nicht nur künstlich aufgeschüttet, er liegt auch an einem Urweg Richtung Norden. Noch heute ist er groß genug, um einen fahrbaren Jagdstand zu tragen. Bei eher zufällig entstandenen Untersuchungen mit einem Georadar, wie es etwa auch von der deutschen Bergsicherung eingesetzt wird, konnte auf dem vermuteten Hügelgrab wirklich in 8 Meter Tiefe ein Hohlraum lokalisiert werden. Also es erschien mir ziemlich eindeutig, dass wir oben auf dem Hügel immer wieder reproduzierbar an der gleichen Stelle eine größere Anomalie haben. Es könnte sich dabei um eine Kammer handeln. Und im Umfeld dazu Gänge, Stollen, Zugänge, es ist die Frage, müsste man genauer ausmessen, wenn die Vegetation es zuließ. Eine Kammer als Grabkiste eines Bronzefürsten? Kleine Hügelgräber gibt es zwar massenhaft in unserer Region, besonders in der Rhön, die meisten bei Schwarza, die am besten rekonstruierten zwischen Dietzhausen und Schmeheim. Aus ihnen konnte schon so mancher Schatz geborgen werden. Die großen aber, meist mit noch mehr Prunk ausgestatteten Fürstengräber, fehlen. Eigentlich ungewöhnlich für die Masse an Siedlungsspuren. Großgrabhügel, die es in Süddeutschland oder auch in Hessen sehr wohl gibt und die dann die Bestattung von sehr hochgestellten Persönlichkeiten bergen, die sind ja in den letzten Jahren zum Beispiel am Glauberg in der Wetterau auch ausgegraben worden, die fehlen uns hier in Südthüringen. Von daher würden wir uns natürlich freuen, wenn es auch in Südthüringen gelänge, mal so einen Großgrabhügel wirklich im Gelände zu lokalisieren. Aber da muss man sich dann diese Hügel schon ziemlich genau angucken. Die können auch durchaus geologischer Natur sein, also nicht von Menschenhand aufgeschüttet. Und wenn sie unter Umständen, ja, wenn es gelungen ist, sich dort Hohlräume nachzuweisen, dann müsste man auch da erstmal gucken, kann das nicht eine Spalte sein, eine geologische Erklärung haben und nicht unbedingt auf eine, daran denken ja die Leute dann eher an eine Grabkammer oder etwas Ähnliches. Man müsste also graben. Und das ist laut Gesetz nur unter Aufsicht der staatlichen Fachleute erlaubt. Und die setzen andere Prioritäten. Für den Heimatforscher allerdings sind das ausreichende Indizien für ein ungeöffnetes bronzezeitliches Hünengrab. Der ehemalige Chef des Steinburgmuseums lehnt eine Interpretation als Grabhügel kategorisch ab. Er vermutet einen Zusammenhang mit der späteren hier vorbeiführenden Landesgrenze im Hochmittelalter. Westenhügel oder der Hexenhügel, eine interessante Landschaft, ein Hügel, der mit Sicherheit
mit dem Bestehen der Landwehr so ab 1400 nehmen wir an, wurde sie errichtet, ja, mit dem Bestehen der Landwehr als Aussichtspunkt genutzt wurde, um die Landschaft zu überblicken und mögliche Gefahren zu erkennen. Das können sich andere Hobbyforscher gar nicht vorstellen. Also das ist Quatsch. Man hätte damals schon durchaus Wachtürme bauen können und das hat man auch getan. Und warum sollte man so einen Aufwand machen, einen so großen Hügel anzulegen, nur für einen Aussichtspunkt oder Bewachungspunkt? Das widerspricht jeder Realität eigentlich. Um 1200 vor Christus gab es in ganz Europa einschneidende Veränderungen. Irgendwelche Katastrophen schienen über die Siedler hereingebrochen zu sein. Plötzlich wurden die Verstorbenen nicht mehr begraben, sondern verbrannt und in Urnen beigesetzt. Es entstanden überall massenhaft befestigte Höhenburgen, neue Waffen tauchten auf, die Menschen vergruben ihre Schätze am Wegesrand. Am Mittelmeer gingen alle berühmten Hochkulturen zugrunde. An der Ostsee fand die erste große Schlacht der Menschheitsgeschichte statt. Berge, die vor dem schon besiedelt waren, wie unsere Gleichberge, erhielten starke Befestigungsmauern. Sie bestanden aus Fachwerk und Steinen und sind heute noch als zerfallene Wälle erkennbar. Was war geschehen? Die Vermutungen der Forscher reichen von Erdbeben bis Tsunamis am Atlantik, mit anschließendem Klimakollaps und Völkerwanderungen. Sicher ist nur, dass die neue Urnenfelderkultur sich auch bei uns breit machte. Ihre Gräber finden sich zu Hunderten südlich des Rennsteigs. Forscher vermuten, dass am Atlantik ein großer Tsunami entstanden war, der die Leute Richtung Osten getrieben hat. Es entstanden große Völkerwanderungen dadurch und die Leute zogen sich natürlich auf höhere Berge zurück, da sie eigentlich Angst hatten vor Wasser und sich hier in Sicherheit fühlten. Doch bald kehrte wieder Ruhe ein. Die Zivilisation konnte sich dank des neuen Werkstoffes Eisen schnell entwickeln. In manchen Gegenden ging man sogar wieder zu Grabhügeln über. Die Kultur der Menschen wurde jetzt von den Archäologen nach dem Ort Hallstatt in den Alpen benannt, wo das damals wertvolle Salz schon fast industriell abgebaut und vermarktet wurde. Danach bezeichnete man die sich kontinuierlich entwickelnde Zivilisation nach dem Schweizer Ort Latenn, wo besonders viele schöne Artefakte ausgegraben wurden. Eigentlich aber waren das alles schon die Kelten, beziehungsweise deren Vorläufer, die sich nun in ganz Mittel- und Westeuropa breit machten. Rund um den Thüringer Wald, so einige Forscher, soll das Volk der Vulkane gelebt haben. Ihre befestigten Dörfer wurden nicht nur auf den großen Bergen ausgemacht, sondern auf dutzenden Höhenrücken in der Rhön, dem Grabfeld und dem kleinen Thüringer Wald. Die Diesburg wäre ein Beispiel, die alte Mark oder der Bayer. Es scheint, als wäre damals mehr los gewesen als heute. Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass man für bestimmte Zeiten von einer vielleicht sogar noch dichteren oder zumindest nicht sehr viel weniger dichten Besiedlung ausgehen kann zu verschiedenen vorgeschichtlichen Zeiten verglichen mit heute. Natürlich nicht so sehr, was die absoluten Zahlen der Menschen anbelangt. Heute wohnen in dem Dorf sicherlich mehr Menschen als zur Keltenzeit. Aber wenn man sozusagen nur die Anzahl der Siedlungen, die damals dann kleiner waren, nimmt, dann gab es schon Epochen, die extrem dicht besetzt waren. Und zum Teil hängt das aber natürlich auch mit der Forschungssituation zusammen, weil wir zu bestimmten Epochen fehlen uns unter Umständen bestimmte Quellengattungen, weil wir sie einfach bisher noch nicht gefunden haben, weil sie vielleicht auch besonders unscheinbar sind, sodass manches auch ein Trugschluss ist, wenn man sozusagen vom heutigen Quellenbestand ausgeht. Die größten Wallanlagen standen wieder auf den beiden Gleichbergen, wo vielleicht 6000 Menschen in stadtähnlichen sogenannten Oppida gelebt haben müssen. Selbst unter viel später gebauten mittelalterlichen Ritterburgen finden sich ihre Relikte, wie auf der Heldburg oder der Henneburg.
Am besten kann man wohl die Struktur der Wallanlagen noch auf dem Dolmer bei Meiningen erkennen. Die Fernsicht über ganz Südthüringen, besonders aber zu den Genossen auf den Gleichbergen und zur Geber sowie der Urweg zu seinen Füßen, machte ihn prädestiniert für eine befestigte Niederlassung. Germanisten aber bestreiten, dass der Name Dolmer aus jener Zeit stammen könnte. Es gibt in unserer Region definitiv keinen Namen, von dem wir sagen können, er ist mit Sicherheit aus dem Keltischen herzuleiten. Dieser Dolmer, der wird auch seit 200 Jahren immer wieder mit Vorliebe aus dem Keltischen hergeleitet. Er ist es leider nicht. Er ist ein Name, ein Bergname, der von einem Ortsnamen abgeleitet wurde. Während des Landesausbaus im hohen Mittelalter gründete man nämlich am Dolmar das Dorf Dolmarsdorf. Und das hieß Dolmarsdorf, weil sein Gründer Tolimir hieß. Und Tolimir ist auch wiederum ein wunderschöner slawischer Name. Der alles beherrschende Berg soll noch ein paar Häusern zu seinen Füßen benannt worden sein? Dazu noch slawisch? Dem widersprechen andere Sprachforscher energisch, auch wenn die Besiedlung des Dolmars lange umstritten war. Was wir allerdings bei unseren Ausgrabungen gefunden haben, beziehungsweise die Kollegin, die Frau Dr. Spazier, die dort vor einigen Jahren eine Ausgrabung vorgenommen hat, dass im 7. Jahrhundert vor Christus, also vor den Kelten in der sogenannten Hallstattzeit, der Berg sehr wohl in Teilen befestigt war. Sie hat also eine vorgeschichtliche Befestigungsanlage, eine Mauer dort archäologisch nachweisen können. Heimatforscher vermuten prähistorische Befestigungen, aber auch auf Bergen, von denen niemand bisher etwas weiß. Wie auf dem Wünschberg bei Oberkatz, der Alte Wart bei Gumpelstadt oder der kleinen Geber bei Herpf. Trotz mehrerer deutlicher sichtbarer Wallmauern am Bergrücken, im Dorf unten, ahnt niemand etwas von solchen Geheimnissen. Natürlich kann das Alter solcher nie untersuchten Umwallungen nur geschätzt werden. Auch der Domberg über Suhl soll eine wehrhafte Siedlung aus jener Zeit getragen haben. Die Steine rund um sein Plateau könnten von den zerfallenen Mauern stammen. Etwas unterhalb auf der sogenannten Evet wird eine Steinanlage als frühzeitlicher Kultplatz identifiziert, der wie ein griechisches Theater aussieht. Später im Mittelalter soll hier der Vorläufer der heutigen Suhler Ottilienkapelle gestanden haben. Und auf diesem Platz steht ein sogenannter Würfelstein, der ist wirklich wie ein Würfel, wie ein großer Würfel, vielleicht 80x80 so ungefähr, hat auf der einen Seite, auf der Südseite, eine Art Gesicht und auf der Oberfläche sind Ritzungen drauf, die in Sonnenaufgang, Wintersonne, Frühjahr und so weiter, die also mit der Erntezeit und mit den Festen der Kelten was zu tun hatten. Und rundherum um diesen Felsen im Hintergrund sind Setzungen, Reihensetzung wie Sitzreihen, wie so ein Amphitheater. Sodass also dieser Stein dort in der Mitte stand, dass dort vielleicht der Priester gehandelt hat und rundherum dort also welche sitzen konnten. In Suhl ist man der Meinung, das hätten die Nazis gebaut, aber die Archive geben dazu nichts her. Viele der Wallanlagen wurden später durch Steinbrüche zerstört. Natürlich wieder unsere Gleichberge, aber auch auf der großen Geber. Unter dem späteren Steinbruch Neidhartskopf soll eine große befestigte Siedlung gelegen haben, wie die Bodenstrukturen rund um das Abbaugebiet angeblich belegen. Auch auf dem Öxen bei Sünna grub man eine ganze frühgeschichtliche Siedlung ab. Nebenan, auf dem Dietrichsberg, wird weiter Gestein abgebaggert. So wird der hier angeschnittene Verteidigungswall wohl nicht mehr lange zu sehen sein. Zu Füßen dieses Steinbruchs aber geht man mit dem prähistorischen Andenken nicht so schnöde um. Die umliegenden Bewohner pflegen in einem Verein keltisches Brauchtum. Dabei wird deutlich, dass die Menschen damals nicht viel anders getickt haben als wir heute. Thank you.
Faszination macht aus, sich mit der Geschichte zu beschäftigen und dabei zu erfahren, dass unsere Vorfahren, wenn auch vor langer, langer Zeit, schon sehr, sehr handwerklich begabte und ganz kluge Menschen waren und von deren Lebensweise ihr Umgang mit der Natur wir auch heute vieles lernen können. Liebevoll wurden Wohn- und Handwerkerhäuser nach den Erkenntnissen der Archäologie nachgestaltet. Mit rekonstruierten Gebrauchsgegenständen versucht man die Lebensweise der Altvorderen nachzuempfinden. Es gehört viel Geld und noch mehr Enthusiasmus zu solch einem Hobby. Den Besuchern aber geht es weniger um wissenschaftliche Historie als um das erlebte Spektakel. Ab 600 vor Christus, der Keltenzeit, treten auch die alten Handelsrouten durch unsere Gegend deutlich hervor. Funde im Thüringer Becken weisen auf ihre Herstellung in Süddeutschland und Italien hin. Am heutigen Keltenerlebnisweg von Meiningen fast bis zur Donau sind frühzeitliche Wallanlagen wie eine Perlenkette aneinander aufgereiht. Die alten Hohlwege an vielen Bergrücken stammen zwar meist aus dem Mittelalter, verliefen aber nicht selten auf den prähistorischen Urwegen. Solch prosperierende Gemeinden müssen Unmengen von Eisen verarbeitet haben. Wir gehen zum einen davon aus, dass man hier sogenanntes Raseneisenerz, Bohneneisenerz, insbesondere natürlich auch verarbeitet und verhüttet hat. Das steht hier in Niederungen in Südthüringen und darüber hinaus vielfach an. Aber es hat unter Umständen nicht ausgereicht, um sozusagen den enormen Eisenerzbedarf zu decken für all die vielen Waffen, Werkzeuge, die man aus Eisen hier auf der Steinsburg hergestellt hat. Und da rückt natürlich eine Region wie der Thüringer Wald oder etwa natürlich auch der Großraum Suhl schon ins Blickfeld. Aber uns fehlen dafür bisher jegliche Belege. Doch wenn archäologische Funde oder Zeugnisse fehlen, helfen nur Indizien und historische Muster weiter. Der Suhler Bergbau zum Beispiel, der erst ab dem Mittelalter urkundlich belegt ist, könnte viel früher eingesetzt haben. Immerhin liegt er an dem genannten Urweg über den Thüringer Wald. Und bei Oberhof wurde sogar ein Eisenbarren aus jener Zeit gefunden. Ja, der Domberg ist neben dem Döllberg wahrscheinlich das erste Bergbaugebiet im Suhler Raum, das schon um die Zeitenwende, also von 500 vor Christi bis Zeitenwende im sogenannten vorrömischen Eisenzeit durch die Kelten bearbeitet wurde. Nachdem die das Erz dort entdeckt haben und dann in der näheren Umgebung auch Fässer, Domberg und Steinbach-Hallenberg dort Erze auftraten, wurde für das Oppidum, also das Zentrum Steinsburg-Römhild, hier offensichtlich das Erz gewonnen und geschmolzen. Und dann über die vorhandenen tiefen Hohlwege überall in diese Richtung transportiert und dort zum großen Teil verarbeitet. Also sie haben es dort nicht geschmolzen, sie haben es hier geschmolzen und haben dann Rohware, also Barren oder Spitzbarren, so was die Handelsware, dort noch hingebracht. Bei diesem Bewegungsdrang hatten sich die Kelten und mit ihnen die indogermanischen Sprachen bis zu Beginn der christlichen Zeitrechnung in den letzten Winkeln Europas ausgebreitet. Auf Kosten unserer Region. Hier wurden nämlich alle keltischen Wallsiedlungen nach und nach verlassen. Zumindest die waffenfähige Elite soll in den Süden gezogen sein, bis ins heutige Spanien oder in die Türkei. Um 387 vor Christus hatten Kelten unter ihren Anführer Brennus eben mal Rom zerstört. Wissenschaftler vermuten, die Kelten seien von einem erneuten Kälteeinbruch und den von Norden anrückenden Germanen geflohen. Es gibt aber nur wenige Hinweise auf Kampfhandlungen. Manche Historiker vermuten, die Germanen seien nur in die verlassenen Gebiete der Kelten vorgestoßen. Grundsätzlich ist es so, dass die Germanen hier etwa im letzten Jahrhundert vor Christi Geburt, also vor gut 2000 Jahren, ja, eingewandert sind, wahrscheinlich aus dem Nordosten vor allen Dingen, also aus dem Thüringer Becken und ursprünglich aus dem Gebiet um den Harz herum und hier die damals angetroffenen Kelten teilweise verdrängt haben. Also die Kelten haben etwas vor den Germanen gelebt, aber die letzten Kelten haben sozusagen die ersten Germanen noch kennengelernt oder die sind sich gegenübergetreten, sodass sich dann im Laufe der Zeit aus den verbliebenen keltischen
Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungsresten und den neuen zugezogenen Germanen ja etwas Neues entwickelt hat, was dann den Römern sozusagen als germanisch entgegengetreten ist und ganz konkret als hermundurisch, so heißt dieser Stamm, der in Thüringen heimisch war, die Hermunduren. Diese Hermunduren sollen sich bei Bad Salzungen mit den Katten eine Schlacht um das Salz der Region geliefert haben. Mal trieben sie Handel mit dem Römischen Reich, mal fielen sie plündernd über die Supermacht her. Es ist also nicht klar, woher der römische Münzschatz stammt, der bei Trostadt gefunden wurde. Manche Forscher glauben, noch vor den Hermunduren seien die Sueben über den Thüringer Wald weiter nach Süden vorgestoßen und hätten uns die vielen Orte mit den Endungen Ingen und Ungen hinterlassen, wie Schleusingen, Meiningen oder Salzungen, bevor sie weiter ins heutige Schwaben gezogen sind. Gegen 400 unserer Zeitrechnung marschierten die Germanen dann massenhaft ins Römische Reich ein. Sie müssen Kind und Kegel mitgenommen haben, denn in dieser Zeit soll sich unsere Region regelrecht entvölkert haben. In dieses Machtvakuum scheinen, wieder von Norden, die Thüringer eingedrungen zu sein. Ihnen werden die Ortsendungen Leben zugerechnet, also Dingsleben zum Beispiel. Der Einfluss der Thüringer scheint aber nicht besonders hoch gewesen zu sein, denn bereits ab 531 okkupierten die Franken unser Gebiet. Deren Einmarsch war dann namensgebend für unsere Region. Dennoch heute sind wir in Südthüringen sprachlich und kulturell fränkisch geprägt. Die Invasoren gründeten neben den Alteingesessenen ihre Hausen- und Heimdörfer. Ihre Wege sicherten sie sich mit den allerorts anzutreffenden kleinen Wallburgen wie bei Bibra, Lengfeld oder Tachbach. Jetzt bildete sich langsam unsere heutige Sprache heraus, die nichts mit dem Thüringischen oder Sächsischen im Norden zu tun hat. Die hennebergischen Mundarten, die gehören zur großen Gruppe der fränkischen Mundarten. Und das ist darauf zurückzuführen, dass unser Gebiet im frühen Mittelalter vom Süden her aufgesiedelt wurde. Die Siedler kamen aus den Mainlanden und brachten ihre Mundart mit. Die Franken setzten um 700 auch das Christentum bei uns durch. Infolgedessen noch vor den Dörfern die keltischen und germanischen Heiligtümer mit Kirchen versehen wurden. So können wir sie heute leichter identifizieren, wie auf der Steinsburg, dem Ehrenberg oder dem Steinshaug über Thema. Auch unser Hexenhügel ist so ein Fall. Er hieß früher Questenberg und teilte so sein Los mit über 100 anderen Hügel gleichen Namens in Deutschland, wie in Schmalkalden, Hilburghausen oder Oberstadt. Westen, das kommt aus dem Germanischen, ist ein Fest, das von den Menschen immer wieder begangen wurde, wobei sie solche Hochbude aufgesucht haben. Es gab also einen Hügel dort. Ob er für den Kult, für diesen Questenkult, aufgeschüttet worden ist oder nicht, das vermag ich nicht zu sagen. Das würde tatsächlich nur über eine Ausgrabung zu lösen sein, die aber meiner Ansicht nach nicht unbedingt nötig ist. Einige Sprachforscher glauben sogar, dass die germanischen Heiligtümer auf die keltischen zurückgeführt werden können. Queste könnte aus dem Keltischen stammen, mit Anfrage oder Begehr zu übersetzen sein, die an irgendwelche Götter gerichtet waren. Vielleicht ist der Name ja auch der Grund, warum unser Hünengrab nie geplündert worden ist. Heutige Schatzsucher mit ihren Metalldetektoren haben an solch einem Hügel, wegen der Tiefe, sowieso keine Chance. Mit dem Christentum kam auch die Schriften in unseren Raum. Und ab 800 etwa wurde alles aufgeschrieben. Über den Aufstieg des fränkischen Adelsgeschlechtes der Henneberger, den mörderischen Bauernkrieg,
die Apokalypse des Dreißigjährigen Krieges und ab dem 16. Jahrhundert die Herrschaft der sächsischen Herzöge. Das kann jederzeit nachgelesen werden und es braucht nicht mehr dieses Films. Spannend bleibt Geschichte in jedem Fall. Sie beantwortet nämlich die Frage nach dem, was wir sind und warum alles so gekommen ist. Dass Kriege immer nur den Mächtigen etwas bringt, dass Unterdrückung früher oder später zu Aufständen führt. Heute ist unser Lieblingsspielzeug etwa das Handy. Mit Google Earth beispielsweise lassen sich die Höhenwege zum Hexenhügel gut lokalisieren. Aber in den Dörfern feiern wir noch heidnische Bräuche wie die Hescheklause in Gedlis oder den Strohbär in Oberkatz. So wirkt die uralt Vergangenheit im Heute weiter und will verstanden werden. Wann immer die Archäologen ihren Spaten in die Erde stecken, kommen sensationelle Entdeckungen zum Vorschein. Erst jüngst haben sie bei Bauarbeiten zum Hochwasserschutz herausgefunden, dass das unbedeutende Dörflein Harras an der Werra seit 6000 Jahren kontinuierlich besiedelt ist. Das war nicht lange nach den ersten Bauern am Anfang dieses Films. Die Archäologen wissen ihre Hinterlassenschaften tief in der Erde sicher verwahrt und verweisen auf die Möglichkeiten kommender Generationen. Junge Leute können also noch hoffen. Besonders die heutigen Jugendlichen sind ja technisiert, elektronisch vernetzt. Und mit dieser Möglichkeit, die wir als Jugendliche nicht hatten, ist es sehr gut, sich mal mit den Ortsnamen oder einzelnen, wie soll ich sagen, Benennungen im Heimatort zu befassen und können sich über die Verbindung von Internet, Literatur, die da ist, und Anschauung und Absprachen, auch Museumsbesuchen, recht gut informieren. Und es wäre natürlich wunderschön, wenn sich dort mal Leute interessieren, in der Perspektive auch für ihre Heimat. Fachmännisch geöffnete Prunkgräber unserer Altvorderen wirken andererorts als zugkräftige Touristenmagnete. Doch das kostet viel Geld. So wird der umstrittene Berg wohl noch einige Zeit sein Geheimnis mit sich herumtragen müssen.